Und zwar habe ich wieder eine Rezension für euch. Und zwar geht es um dieses Buch hier von Julia Dippel, Sturmluft. Das ist Band Nummer 3 der Romantic Fantasy Reihe. Ja, es geht wieder wahnsinnig toll weiter. Und viele haben mich schon gewarnt vor dem Ende, dass es sehr, sehr heftig sein wird. Dass man wirklich hofft, dass Band 4 bald erscheinen wird. Also gut, ich war jetzt so am Boden zerstört. Aber gewarnt haben sie mich trotzdem alle, aber ich habe es trotzdem zu Ende gelesen und ich fand die Entscheidung, die Arya am Ende getroffen hat, eigentlich fast schon ein bisschen vorhersehbar, so ein bisschen vielleicht. Okay, also um was geht es in dem Buch? Also es geht wie gesagt weiter. Lucien ist tot und Arya möchte unbedingt seinen Mörder finden, er möchte unbedingt wissen, wer ihn umgebracht hat, weil ihr Siegel, sein Siegel, das sie auf ihrem Rücken gehabt hat, das ist jetzt weg, das ist erloschen. Sie hört ihn nicht mehr in ihren Gedanken, er ist vollkommen weg und will jetzt eben versuchen, den Mörder von ihm zu finden. Sie versucht, seinen Vater zu beschwören, Nemidis, damit sie Antworten bekommt von ihm, weil sie vermutet, dass sein Vater ihn umgebracht haben könnte. Aber er spielt sein eigenes Spiel, er liefert ihr nicht die Antworten, die sie eigentlich braucht, die wichtig sind, um zu wissen, wer Lucien umgebracht hat. Und dann stellt sich aber raus, dass er doch noch leben könnte. Ja, und zwar, trägt so einen komischen Ring, der quasi ihn manipuliert. Und nach kann er sich wieder an Arya erinnern und auch an die Beziehung, die sie ja geführt haben oder führen. Also es geht quasi wieder vollkommen an den Anfang zurück. Und beide versuchen eben gemeinsam einen Feind aufzuhalten, der einen wahnsinnigen, perfiden Plan verfolgt. Dieser junge Mann, ein Hexer eigentlich ist es, der möchte die ultimative Macht haben. Und zwar möchte er die Hexenkönigin wiedererwecken. Die ist aber tot und begraben und da ist nicht so einfach, diese Frau wieder zu erwecken und das wollen sie eben verhindern. Die übrig gebliebenen Phalanx, die noch übrig sind und ein paar andere, die da noch ein bisschen mithelfen, um den Plan eben umzusetzen, sage ich mal. Ja, und jetzt ist es so, dass eben Arya da immer mehr, finde ich, zur Anführerin wird. Sie ist immer an vorderster Front, ganz egal, wohin es eben geht, was für Pläne sie eben schmieden, welchen Feind sie aufhalten wollen. Sie ist immer ganz vorne mit dabei. Es hat mir ganz gut gefallen, die Entwicklung von ihr. Ja, und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Die Rezensionen habe ich für euch unten in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr sie euch anschauen auf meiner Lovebook-Seite. Ja, und dem Buch kann ich eigentlich, wie gesagt, nur 5 Sterne geben, weil eigentlich es gibt nichts zu meckern. Es ist nahtlos weitergegangen. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass Band 4 bald erscheinen wird, dass die Reihe bald weitergeht. Aber ich kann guten Gewissens sagen von mir aus, dass ich hoffentlich mit guten Büchern überbrücken werde. Bis dahin. Und bin gespannt, wie gesagt, wie es zu Ende geht. Ja, ich war am Anfang etwas skeptisch, was die Reihe anbelangt, aber jetzt bin ich voll überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war, die Bücher zu lesen. Und dass mir meine Freundin die empfohlen hat und gesagt hat, komm, du musst die unbedingt lesen. Habe ich jetzt auch gemacht und freue mich jetzt riesig auf den 4. Band, wie gesagt. Also eine tolle Reihe, wirklich ganz toll gemacht. Viel romantische Romantik drin, natürlich, weil es ja Romantic Fantasy ist, aber andere Elemente sind genauso mit drin. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. So, dann möchte ich natürlich zeigen, was ich gerade lese aktuell. Und zwar dieses wunderbare Buch hier, und zwar von Peter van Arsdale, Tief im Wald. Da geht es darum, geht es um die Alice, die ist 7 Jahre alt, als ihr Dorf von Seelenesserinnen zum ersten Mal eben heimgesucht wird, sagen wir mal so. Und das Komische ist, dass eben alle Kinder überleben. Also die Kinder, die bis zu 16 sind, die überleben, bis zum Alter von 16 Jahren überleben. Alle anderen, die älter sind, die sterben auch dann. Ja, und jetzt müssen die Kinder fliehen, müssen in ein anderes Dorf fliehen. Nur in diesem Dorf herrscht ein sehr strenger Glaube und die Kinder werden quasi wie Außenseiter behandelt. Und ich bin sehr, sehr gespannt,
wie die Geschichte zu Ende geht. Ich habe schon über die Hälfte habe ich schon gelesen, was mich so gepackt hat, dieses Buch. Ja, und die Alice spürt, dass sie da so eine Verbindung mit diesen beiden Seelenesserinnen hat. Und ich, wie gesagt, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Da wird es natürlich auch eine Rezension dazu geben. Ja, also mir hat es bis jetzt sehr gut gefallen. Also bin sehr gespannt drauf. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören und verabschiede mich jetzt von euch. Und sage einfach mal, ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr meine Videos so oft aufruft. Und ich hoffe, ihr kriegt noch ein paar mehr Abonnenten zusammen, aber das dauert sicher noch etwas, aber ich bin geduldig. Ja, wenn ihr das Buch vielleicht schon gelesen habt oder eine Meinung zum Buch habt, dann schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben. Ja, ganz dick, fetten Daumen nach oben. Und natürlich nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst, was auf meinem Kanal so abgeht, an Videos und so weiter, einfach auf Abonnieren klicken, auf diesen wunderbaren roten Knopf da unten, den ihr da unten blinken seht oder gut blinken tut, jetzt nicht direkt, aber er ist einfach präsent. Man sieht ihn, dann klickt doch einfach auf Abonnieren, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. So, und dann verabschiede ich mich jetzt von euch und sage Servus und Baba. Ciao!